Heute wurde mir empfohlen, Logitech zu kaufen. Und warum? Weil es einen Boom gibt bei den Videokonferenzen. Das macht sehr viel Sinn. Auch ich liebe meine Logitech-Dinge. Dass die Tastatur, die Maus und auch die Videokamera ist bei mir im täglichen Einsatz. Aber ist das ein guter Grund, Logitech zu kaufen? Ich habe die Obermatt-Ränge angeschaut. Und wenn ich sie so anschaue, dann muss ich sagen, nicht besonders gut. Der Value-Rang ist eindeutig mit 24 viel zu klein. Wachsen tut Logitech natürlich, kein Wunder, das wissen wir schon. Es ist auch sicher finanziert. Das Gesamtrending ist 62, aber mit diesem Value-Rang nicht eine besonders attraktive Aktie. Ich benutze viel Skype, ich habe mir also noch Microsoft angeschaut. Die haben immerhin einen Value-Rang von 52, aber wenn man die anderen Ränge anschaut, Wachstum, Sicherheit und kombinierter Rang, wirklich nicht eine gute Idee. Warum bleibe ich so auf diesen Obermatt-Rängen verhaftet? Ganz einfach, die Finanzexperten wissen schon lange, dass die gleichzeitige Berücksichtigung von Value-Aspekten und Wachstumsaspekten die besten Renditen langfristig erzielen. Wegweisend dafür ist das Buch What Works on Wall Street, wo über 90 Jahre genau analysiert wurde, welche Strategien funktionieren und welche nicht. Und was dabei herausgekommen ist, lesen Sie hier, das ist etwas kryptisch: After weighing risk, rewards and long-term base rates, the best overall strategy remains the United Improved Cornerstone Growth and Improved Cornerstone Value Portfolios. Das ist genau das, was wir bei Obermatt machen, auch wenn wir es nicht so kompliziert nennen. Und deshalb bin ich überzeugt, ich achte immer darauf, dass die Unternehmen einen guten Value haben, aber auch ein gutes Wachstum. Und bei beiden Unternehmen fehlt entweder das eine oder das andere und darum kaufe ich heute nichts.